Um Erleuchtung zu erlangen, müssen wir erstmal unseren Geist zähmen. Im Versuch, den Geist zu zähmen, stellen wir fest, dass der gar nicht das macht, was wir gerne hätten. Und der nächste Schritt ist dann zu erkennen, dass genau das die Ursache unseres Leidens ist. Der nächste Schritt wäre dann, die Ursache des Leidens loszulassen. Aber um dahin zu kommen, müssen wir erstmal unseren Geist kennenlernen und schauen, wie er funktioniert, nach Naturgesetzmäßigkeiten und nicht einfach nur unserem Willen unterliegend. Unser Geist springt hierhin und dorthin und ist wie ein wildes Tier. Und deswegen versuchen wir ihn wie einen wilden Elefanten, den wir aus dem Wald holen, erstmal daran zu gewöhnen, stillzuhalten. Indem wir ihn an den Pfeiler der Achtsamkeit binden. Dieser Pfeiler bedient sich eines primären Meditationsobjekts. Es kann alles Mögliche sein, aber für die meisten ist ein Objekt im eigenen Körper geeignet, weil der Körper immer im gegenwärtigen Augenblick vorhanden ist und wir versuchen uns dahin zuzugesellen. Meist wird der Atem empfohlen, aber wenn wir keine Erfahrung haben, dann ist es sehr schwierig, so ein subtiles Objekt wie den Atem zu beobachten und als Pfeiler herzunehmen, weil er uns immer wieder zwischen den Fingern entwischt. Also versuchen wir erstmal, gröbere Empfindungen im Körper herzunehmen, zum Beispiel zu spüren, wie der ganze Körper im Hier und Jetzt in diesem Raum sitzt. Wir merken, dass etwa nach 17 oder 18 Sekunden Gedanken hochkommen, ja, aber, und warum machen wir denn das und was soll das überhaupt und was ist überhaupt der Körper im Hier und Jetzt? Der Körper im Hier und Jetzt ist die Summe aller Empfindungen, die wir haben. Tastsinn hauptsächlich, der liefert uns Berührungsempfindungen, Festigkeit, können wir spüren, Wärme, unterschiedliche Temperaturen, aber auch Bewegung, selbst wenn wir still sitzen. Das sind Dinge, Erlebnisse, denen wir normalerweise wenig Beachtung schenken, weil wir immer so beschäftigt sind. Und jetzt machen wir mal nichts, außer beobachten, wie der Körper da sitzt. Wir stellen schnell fest, dass dieses Nichtsmachen eine ganze Menge ist. Und wir versuchen, unseren Geist bei dieser Aktivität zu halten. Wir merken, dass wir wieder nach kurzer Zeit Gedanken haben, bewertende Gedanken, vielleicht Zweifel, Abneigung, vielleicht Langeweile. Das ist Teil der Übung, selbst kennenzulernen, zu bemerken, wie unser Geist funktioniert. Vielleicht ist in dem ganzen Durcheinander, in dem Mischmasch von Empfindungen und Gedanken und Emotionen, aber auch ein kleines Stückchen Erleichterung. Vielleicht spüren wir ein wenig, dass die Ruhe und das Loslassen unserer Hektik nicht davon abhängig ist, dass wir irgendetwas hinzubekommen. Das Hinzubekommen ist der normale Lauf der Welt, die Suche nach Glück, indem wir etwas bekommen. Und jetzt, vielleicht haben wir eine kleine Spur von Ahnung, dass ein Frieden und ein Wohlbefinden darin liegt, loszulassen.
Ein Frieden, der darin steckt, einfach im Hier und Jetzt zu sitzen, den ganzen Körper zu spüren. Vielleicht auch ein wenig Freude darüber, dass wir nicht allein sind, nicht allein gegen die ganze Welt, sondern ungefähr 10 oder 12 Leute gegen die ganze Welt. Wir können uns verbunden fühlen. Es gibt überall auf der Welt Menschen, die nach innen schauen, versuchen, Konditionierungen, Bedingungen loszulassen. Stille, die entsteht, wenn sich das durcheinander legt, gibt Raum zum Aufatmen. Auch dieses Aufatmen ist mit Frieden, Gelassenheit verbunden. Wenn wir wollen, können wir auch auf das Ein- und Ausatmen achten. Beim Einatmen füllen wir uns mit Energie und Gelassenheit und beim Ausatmen lassen wir alle Spannungen los. Vielleicht ist das kleine Pflänzchen der Entspannung, des Loslassens, des Friedens noch sehr schwach. Und es kommen immer wieder Wogen, das vielleicht aus unserem heutigen hektischen Tag, Dinge, die wir mit hierher nehmen. Aber wir haben uns jetzt schon etwas in unserer Empfindung des Dasitzens und des Atmens geerdet und die Wogen verlieren an Kraft. Sie sind da, sie sind Teil von dem, was unseren Geist ausmacht, aber sie kommen und sie gehen, sind nichts Beständiges. Gedanken, Emotionen, wir müssen sie nicht hassen oder wegwünschen, sondern wir akzeptieren sie, aber wir verstricken uns nicht hinein und lassen sie weiterziehen. Wir merken, wenn wir sie mit einem nüchternen, nicht verurteilenden, ja fast liebevollen Blick betrachten, sind sie gar nicht so klebrig und lösen sich auf. Bis zum Ende dieser Meditation können wir versuchen, den Frieden des Hier und Jetzt zu finden, darin zu ruhen, entweder indem wir den Körper, wie er da sitzt, beobachten, als Ganzes oder einzelne Teile oder auch eine Reise machen durch den ganzen Körper, durch verschiedene Teile, so wie es uns Freude bereitet, interessiert. Oder wenn wir schon stiller sind und mit
dem Ein- und Ausatmen gut zurechtkommen. Können wir darauf ruhen? Und wann immer Gedanken uns aus dem Gleichgewicht, aus unserer Mitte bringen wollen, versuchen wir nicht zu verzweifeln. Es ist nichts falsch gelaufen, sondern das ist Teil der Übung. Das gehört zur Meditation dazu. Körperstellung unangenehm wird, dann können wir auch das erstmal beobachten, auch unsere Reaktion darauf. Aber wir müssen uns nicht quälen, wir können dann sachte und ohne Abneigung die Körperstellung verändern und schauen, wie sich das unangenehme Gefühl verändert.
Wir können diese Meditation abrunden, indem wir rekapitulieren, was wir in den letzten 40 Minuten gemacht haben. Vielleicht war es holprig, vielleicht lief es glatt. Aber vielleicht haben wir eine kleine Ahnung bekommen, dass der Weg zum Frieden nach innen führt. Kleinen Geschmack für das Potenzial, das wir selber in uns tragen. Und so beenden wir die Meditation nicht mit Frustration über das, was wir noch nicht können, sondern mit Freude über unser Potenzial, für unsere Bereitschaft, uns der schwierigsten Aufgabe der Welt zu stellen, uns selbst kennenzulernen, unser Herz zu trainieren, zu zähmen. Alte Konditionierungen des Habenwollens loslassen. In Kontakt kommen mit unseren Fähigkeiten, Stabilität und inneres Wohl in uns selbst zu finden. Ein Grund zur Freude. Die Freude, die uns Schwung zum Weitermachen gibt und die auch es uns ermöglicht und leichter macht, uns unser Herz zu sammeln. Auch Freude über die Bemühungen der anderen, die mit uns gemeinsam üben. Vielleicht erscheint es uns so, als hätten wir nicht besonders viel getan, aber keine Bemühung in Richtung innerer Entwicklung ist umsonst, nichts geht verloren. Schulung des Herzens, die Meditation ist die höchste Form verdienstvollen Handelns, gutes, heilsames Tun. Und wir werden gute, angenehme Folgen davon ernten. Und wir wünschen, dass diese angenehmen Folgen nicht nur uns selbst zugutekommen, sondern allen Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Möge diese Meditation und alles, was ich heute getan habe, um Herz und Geist zu läutern, zum Wohle sein für alle Wesen.